So, hi Leute, ich muss jetzt mal 2,5 Kilometer Straße laufen. Naja, Straße, Schotterpiste. Hinter mir eine Brücke, weil, wie ich gerade aufgenommen habe, sind hier ganz schöne Stromschnellen und ich muss hier über den Fluss kommen. Ich bin jetzt extra ein bisschen zur Seite, damit man mich vielleicht ein bisschen besser hört. Ja, richtig schöne Tage bis jetzt. Im Fjell musste ich ein bisschen Akku sparen, heute scheint wieder die Sonne. Die nächsten Tage wird es ein bisschen bewölkt, das heißt, ich muss nochmal richtig die Akkus versuchen aufzuladen mit dem Solarpanel. Auf dieser kurzen Strecke hier Straße hat sofort neben mir ein Ehepaar gehalten aus Recklinghausen. Die haben mir eine Dose Erbseneintopf geschenkt und eine Tafel Schokolade, die habe ich schon verdrückt. So eine schöne Nussschokolade, gibt gut Energie, gut Kraft. So, und jetzt geht es hier hinter mir geht es jetzt dann weiter zum Bioelfen-Nationalpark. Da möchte ich mir die Grotte und das alles mal anschauen. Das soll eine Grotte sein und soll recht schön sein. Dann laufe ich da ein bisschen durch, schau mal, wo dann der Lagerplatz ist, wo es mich hinführt. Ja, ich muss sehen, Fotos funktionieren, Video nimmt natürlich ein bisschen viel Speicher weg. Hier ist keine Sau unterwegs auf der Straße, das ist so ein Eck, es sind wenig Leute unterwegs. Naja, labern möchte ich jetzt nicht weiter, ach ja, das Video, was ich wahrscheinlich als nächstes auf YouTube stelle, wenn ich mal Empfang habe, der auch hochladen kann. Es ist ja noch von der Anfahrt ein bisschen mit der Drohne habe ich da gefilmt, die Anfahrt von oben, bloß ein bisschen mit Musik hinterlegt. Ja, kann man sich anschauen, wenn man will, wenn man nicht will, muss man sich's nicht anschauen. Ich bin ja nicht der YouTuber, ich lasse euch bloß ein bisschen teilhaben. Genau. Und dann soll es bis jetzt gewesen sein. Ich schneide wahrscheinlich jetzt hier dran dann noch irgendwas und so machen wir das einfach irgendwie. Ich weiß ja auch nicht. Ist das nicht einfach toll? Mal schauen, wo der Weg noch hinführt. Also das hier wird auch das Kolosseum genannt. Es ist jetzt hier so richtig eingebuchtet, rechts und links geht's hoch. Da hinten 3-4 Kilometer ist schon Norwegen. Geologen haben das untersucht und da unten ist dann irgendwo eine Grotte. Aber ich muss jetzt mal schauen, dass ich wieder zu meinen anderen Sachen komme. Ich habe einen anderen Weg vor. Schauen wir mal. Diese Löcher hier zwischendrinnen, ich weiß nicht, ob man es richtig gut sieht. Hier geht es auf jeden Fall tief runter. Das sind Dolinen, weil es ist hier Karstgebiet wie in Slowenien. Und bitte geht da jetzt nicht unbedingt darunter. Rutscht ab und brecht euch vielleicht irgendwas, dann liegt ihr da unten. Das ist nichts. Also aufpassen hier in dem Gebiet auf Dolinen. Ja, solche Löcher hier, da geht es jetzt schätzungsweise 4 Meter, 5 Meter runter, bis ich den Boden einigermaßen sehe, aber weiß nicht, wie das Ganze hier ist. Ja, also bitte nicht da runterklettern und meinen, man muss das untersuchen. Puh, da geht es ganz schön runter. Aber unten richtig schönes, klares Wasser. Einfach wunderschön. Ja, und das ist das, was dem Tobi hier eigentlich alles so gefällt. Einfach diese Weite. Und man hört, ich bin ein bisschen außer Atem. Habe auch extra einen Rucksack an der Hütte zurückgelassen, weil sonst ist der Weg einfach zu schwer. So, und hier kann man sehen, unter Wasser sind dann praktisch, ist dieses Höhlengebiet. Es ist alles hier miteinander vernetzt. Wenn Niedrigwasser ist,
darf man, also wir als Normalperson, nicht da unten rein, aber die Forscher gehen dann da unten rein und erforschen dann die Höhlen. So, hier hinten, sorry, jetzt ist der Finger weg, kommt der Bioelfen wieder zum Tagesschein. Das ist der Fluss hier. Und der ist dann davor circa 1 Kilometer lang im Gestein drin, also unterm Felsen. Und hier tritt er wieder ans Tageslicht und lässt sich wieder sehen und fließt dann hier schön entlang. Hier sehen wir jetzt den Eingang zu so einer Grotte. Ich schaue mal, ob ich da vielleicht irgendwie ein bisschen hinein. Ja, erkennt man schlecht. Es geht da auf jeden Fall ziemlich tief runter. Es ist hier auch extra abgesperrt, dass hier keiner reingeht. Ja. So, und das soll jetzt der Schluss sein von dem Video. Hier schießt schön das Wasser von ganz oben nach unten. Hier werde ich jetzt auch nochmal Wasser auffüllen. Und das war das, was ich eben vorhin auf der Brücke, wo ich gesagt habe, ich muss mal 2,5 Kilometer Straße laufen, weil ich unbedingt hierher wollte. Zum Bioelfen. Den wollte ich mir unbedingt mal anschauen. Jetzt fülle ich hier Wasser auf. Bis runter zur Grotte bin ich ja nicht mehr gelaufen, weil ich habe den Rucksack weiter oben. Da ist eine Schutzhütte, da habe ich den Rucksack gelassen. Und ich möchte auch wieder zu meinem Rucksack mal wieder zurück.